Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 5. Wir waren beim letzten Mal hier in Cove zu Besuch und wollen jetzt mal woanders hin. Ich habe mir überlegt, dass wir wir waren ja hier so an der Westküste eigentlich noch gar nicht und hier haben wir ja Scarabrae. Nach Jhelum kommen wir nicht, aber dass wir vielleicht mal die Westküste ablaufen. Was war hier? Hier haben wir, glaube ich, in Ultima 4 irgendwas gefunden. Irgendwas. Das Horn? Das Horn war, glaube ich, hier. Ist aber egal. Und dann vielleicht über das Kap der Helden zum Serpent Dings. Serpent's Hold oder wie das Ding heißt. Weil das fehlt uns ja auch noch. Schiff haben wir ja im Moment noch keins. Und das Spiel will uns ja auch offensichtlich keins zur Verfügung stellen. Das, also, kostenlos meine ich. Deswegen, gut, kämpfen wir gegen euch hier. Gucken wir jetzt erstmal in den küstennahen Bereich, würde ich sagen. Ich finde es übrigens lustig, dass Mariah einen Bart hat, aber nur so am Rande. Sehr gut. Okay, dann können wir jetzt hier mal in Ruhe. Was? Achso. Das ist. Anox. Ich werde es. Irgendwann werde ich es auswendig wissen. Ja, okay. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt mal. Wo sind wir hier überhaupt? Gucken wir nochmal in einen Gem. Was ist das große Rote da? Das sieht ja interessant aus. Ah, das ist eine Brücke. Okay. Komm nicht rüber, komm nicht rüber. Okay. Lass mich mal in Ruhe hier. Ach, Kind, Mensch. Na gut, kämpfen wir noch gegen ein paar Spinnchen. Das dürfte ja kein Problem sein. Sehr gut. Okay, also dann müssen wir erstmal nach Britain, damit wir so ungefähr eine Ahnung haben, wo wir sind. Das ist hier. Das ist sehr gut. So, und von hier aus wollen wir jetzt an die Westküste. Das heißt, wir gehen nach Westen. Da ist ja dieses blöde Ding im Weg. Müssen wir südlich oder... südlich vom Serpent Spine. Okay. Also umgehen wir das Gebirge südlich. Sehr gut. Und gehen jetzt nach Westen. Ist es das schon? Sollte es das schon sein? Scarabrae, sehr schön. Look. Blackthorn's Law of Spirituality. Na, dann sag mal an. Thou shalt enforce the laws of virtue or thou shalt die as a heretic. Jo, das finde ich fair. Aha. Magical Locked Doors. Ah, Moment, hier haben wir ja... Moment. Hier haben wir einiges zu erledigen. Also, hier haben wir einen Zettel. Also, wir haben hier zum einen den Archmage Slain im Tower of Scarabrae. Na, wenn das da mal nicht der Tower ist, wo wir gerade vorstehen. Den sollen wir über die Oppression befragen. Dann haben wir...
Irgendwer hatte noch was, irgendwas über einen Typen erzählt, der irgendwas weiß. Und Saul. Saul knows where to find Mandrake and Nightshade. Na gut, das wissen wir auch, aber wir können ihn ja mal aufsuchen. Gucken wir mal, wen wir jetzt alles haben. Guten Tag, du bleib mal gleich hier. Halb Gott sei Dank, wunderbar, haben wir gleich den richtigen Mann gefunden. Was ist dein Name? Du bist ein Visitor, das ist ein Beruf. Okay, na gut. V, die Besucher. Aber siehst gar nicht aus, wie. Ist ja auch egal. Came to see an old friend. Sag bloß. His name is Kindor. He was struck by Shadow Lord's Bolt. Warum? Was hat er angestellt? Sag bloß. He resisted the Shadow Lord's takeover of his town. He fled after he was shot. I found him near death and brought him here. Wilt thou help us vanquish these demons? Ja, total. Ja, ja, wollen wir. Kinder has some information regarding a shrine that might aid thee. Ja, die Schreine kenne ich alle schon, Freund. Aber danke. Das hätte er nicht für sterben müssen. Also für tödlich verwundet werden müssen. Wie geht es eigentlich schon wieder? Ist ja auch egal. Visit him at the healer at 9 PM. Okay. Na ja, gut. Schreiben wir auf. News about Shrine. Vielleicht weiß er sonst noch was. Visit at Healers 6 PM. Okay, aber du, Moment, du weißt, du bist Mandrake. Wishes thee to find them. Ja, ich meine, du kannst mir einfach welche geben, aber ja, vom Prinzip. Okay. Mandrake. Legend tells of a spot in the bloody plains, forever damned from the blood of many battles. Bloody plains. Ja, danke, das haben wir schon, da waren wir schon. Bloody Plains. Ob ich das Red Spot nennen soll hier in meinen Aufzeichnungen? Das klingt so potenziell unpassend. Damp Spot. Na, Damp Spot klingt auch nicht wirklich besser. Aber wir wissen ja, was gemeint ist. Ja, also ja, from the blood of many battles. Man recruit can be found there on the or in the Fence of the Dead. Okay, Fence of the Dead. Deadly Nightshade. Ja, kannst du es ein bisschen genauer sagen? Die Fans of the Dead sind ziemlich groß, Kollege. Das hier sind alles Fans of the Dead. Dieses ganze Gebiet hier. Du bist ja ein Spaßvogel. Und das ist alles Sumpf da. Das heißt, das ist alles feucht. Da können wir also... Na, das ist ja nicht besonders hilfreich. Aber man kann sich seine NPCs nicht aussuchen. Fans of the Dead. Ja. Okay, und... Nightshade can only be found in the most thickly forested spot of Spiritwood. Spiritwood. Most thickly forested spot. Okay. Both may only be collected in the darkness of my... Das wissen wir alles. Okay. Nee. Weißt du noch was über die Shadow Lords? You resisted? Ja, das hast du schon gesagt. Welche Stadt war das denn? Ja, fuck off. Good day, yeah, to you, oh, to. Finden wir nix. Hier finden wir nix. Guten Tag. Merchants, come see me in my shop. A welcome friend. Thou must have heard of the famed hospitality here at the Haunting Inn. I'm Rogi. The Innkeeper, das macht ja erstmal nichts. Nee, kannst du nicht. Du kannst aber mal zur Seite gehen, dann können wir hier nämlich mal hochgucken. Ah.
sehe hier nichts von Belang. Also geht's wieder runter. Okay. Was haben wir denn hier? Nothing of note. Okay. Das ist der Tower. Haben wir hier noch? Oh, hier haben wir, ah ja, der Healer. Ach, 12 PM ist es ja bald. Können wir, ist das der Healer? Bist du der Healer? Du bist nicht der Healer. Du bist der Nullmensch. My name is Tuama of the Alchemist. May I show you? Ja. Oh, was willst du für Black Pearl haben? Ist billiger als das, was wir bisher hatten. Für 6 ist das, what you need. Yes. 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 Da kommen einen noch. So. Thank you. Können wir dir noch irgendwelchen Kram klauen? Ja. Dup-di-dup. Death Vision. Was? Strange Vision. Achso. Okay, haben wir vor unserem eigenen Tod gesehen, bevor wir... Naja, man kann sich... Auch meine, seine Kristallkugeln kann man sich nie aussuchen. Die war offensichtlich, hatte gerade einen Wackelkontakt oder was auch immer. Okay, das ist alles so nicht so interessant. Da unten wird der Healer sein. Also viel bis... Viel Gebäude gibt es hier ja nicht, ne? Na gut. Oh, wer bist du? Hallo, Kind. Stopp, stopp, stopp. Bleiben Sie stehen. You see a small, dirty and tattered child. Please don't hurt me. Warum nicht? Macht aber so viel Spaß, Kinder zu... Also, das habe ich nicht... Das habe ich... Habe ich das gesagt gerade? Nehmen. Fröd. Job. I'm hiding. Mhm. Fröd ist hiding, ja, mal schauen. Fröd. Hiding. Warum bist du hiding? Hiffy, ja, ja, Hiffy. Hiffy auch für dich. From these nasty people. Ja, das. They dragged off my father. Wer ist denn dein Vater? His name is Gramer. She spoke out against Blackthorn and they took him away. Hast du ever heard of him? Moment, Moment, der Name kommt mir bekannt vor. Greymarch. Greymarch, ja, du bist in Prison. Und ich soll deinen Sohn Fröd suchen. Ach, gucke an. So ein Glück, dass ich das mir gemerkt habe. okay. Had you heard of him? Yes. Hast du seen any sign of him? Yes. Where? In... Prison? Da sagen wir erstmal die Stadt. Denn there is hope. No, there is no hope. Er ist im Knast und er ist offensichtlich zu blöd, den Knast zu verlassen, wenn wir ihm die Tür aufschließen. Also, das tut mir leid. Also, geht einfach nicht raus. Also, vielleicht bist du kein besonders nettes Kind gewesen und er ist eigentlich ganz froh, dass er da im Knast... Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich würde... Wertner, der Freundliche. Wouldst thou take him a message? Nein. Tell him Fröd is well and I'm sure he shall reward thee. Wunderbar, hin und her. Okay, na gut. Weißt du sonst noch irgendwas über Blackthorn? Nicht Balak, das hat sie nicht mal. Since he came to power, no one can speak their mind. Okay.
Ist ja alles ganz hübsch hier, aber ist hier irgendwas? Oh! Hier lies the tail end of a bard. Haha! Können wir hier graben? So, das find a rotting body. Okay. Okay, haben wir tatsächlich gebuddelt. Das war doch bestimmt nicht gut für unser Karma, oder? Weiß ich nicht. Es ist ziemlich hoch, also so richtig gestört scheint es das nicht zu haben. Okay, also hier müssen wir irgendwie rein. Und hier, hier war... Sanctuary, I'm tempted, I just don't need the help of the spirit. Nein, du kannst aber mal aus dem Weg gehen. Geh mal. Ich will mit dem Kollegen da reden. Ach, das ist doch furchtbar mit euch. Ich will mit dem... Da ist eine... Moment, da ist eine Geheimtür. Da können wir... Ah, nun geh mal... Geh aus dem Weg! Ich bringe euch alle um! Oh, stopp, 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 stopp. Und schon bist du wieder ins Bett gegangen. Es ist doch so zum Kotzen. Ihr Vollpfosten hier. Ah. Ne, das ist ja, können wir irgendwie. Okay, Game Engine. Können wir leider nicht dahin pushen, wo wir es hinpushen wollen. Wie schön. Dann werde ich jetzt hier die ganze Nacht warten, in der vagen Hoffnung, dass dieser Typ irgendwas. Okay. Er wird wahrscheinlich nichts Interessantes zu sagen haben. So, du kommst ja nicht rein, Freund. Und wenn die hier drin alle verrecken. Es ist mir egal, es ist nur der eine, aber. Und in dem Fall ist es mir nicht egal, weil mit dem will ich sprechen. Also. Aber er wird ja wohl nur einen Tag frisch bleiben hier. Meine Herren. Ja, das ist hochspannend, ich weiß. So, jetzt wird's wenigstens. Okay, jetzt läufst du da draußen rum, das ist schön. Ja, du kommst hier nicht rein, kannst du vergessen. Ist mir egal, ob die Frühstück haben wollen. Er Frühstück haben will. Außerdem schläft er noch. Und dass wir mit ihm reden wollen, ist wichtiger als deine medizinische Betreuung. Come on. Was ist das? 6 p.m.? Oh Gott, das dauert noch. Der schläft also auch den ganzen Tag. Ja, da haben wir jetzt hier 24 Stunden gewartet. Und wenn du nichts zu sagen... Wir können leider kein... Können wir Leute umbringen? Ja, können wir theoretisch, aber das sollten wir vielleicht nicht. Aber ich... Okay. Gehst essen, alles schön. Nein, kommst du nicht rein. Kannst du knicken. Hättest mich hier letzte Nacht nicht blockieren sollen, letzten Abend. Das ist... Wenn du nicht aufhörst, hier so rumzuzappeln, vielleicht zünde ich noch dein Haus an. Bleib mal ganz locker, ich bin der Avatar. Meine Güte, ist es. Peasants, you see a weak and sickly bard. Ja, so sehen sie alle aus. Also, das ist ja ganz ungewöhnlich für einen Baden. Du bist genau, ja. Job. I'm here to convalesce. Let my wounds... Ach, du musst mir das Wort nicht erklären. I was struck by Shadowlord's magical arrow. Okay. I fear that I shall die. Ja, du wirst doch gleich sterben, wenn du mir nicht gleich was erzählst. Not knowing is the worst part, though. Ja, das ist alles ganz tragisch. Du bist aber nur ein NPC, der ansonsten nicht besonders wichtig ist. Deswegen habe ich nicht so besonders viel Mitgefühl. Außer bin ich der Avatar. Wenn ich kein Mitgefühl habe, heißt das, dass ich Mitgefühl habe, weil was ich zeige, ist Mitgefühl. Per Definition. Also wenn ich keins zeige, ist das auch eins. Ich vergesse es. Ist philosophisch ganz tiefgründig. Was hat er gesagt? Shrine. I know the mantra of spirituality. Ja, soll ich es dir vorsingen? Es ist Om.
If I give it unto thee, wilt thou use it to help rid us of the evil Shadow Lords? Das hilft uns dabei nicht, aber ja, bitte. Use it soon, for remember Blackthorn to... What? Moment, das ist interessant. Kindor. Schön. Blackthorn searches for the mantras. Will der Avatar werden? Das gibt's ja gar nicht. Es kann nur einen geben. Ist das eigentlich irgendwo geregelt, ob es nur einen geben kann bei den Avatars? Ich meine, es wird in jedem Fall nur einen geben, weil wir natürlich, so wie es einen anderen gibt, natürlich ausziehen werden, um ihn zu ermorden, aber also um seine Tugendhaftigkeit zu reduzieren. So. Wir sind schließlich der Avatar. Ja, okay. Mhm. He will use the mantra to destroy the shrines. Aha. Das sollte ich vielleicht auch mal versuchen. Also das kann man machen. Okay. Wie genau macht man das damit? You will use the mantra to destroy. Okay. You will use mantra to destroy shrines and remove their power from the world. Ja, naja. Keine Macht für niemand. Schau mal. The mantra of spirituality is om. Ja, ja, weiß ich. I had not yet learned the location of the shrine, but I was on my way to see Lady Janelle in the Lyceum. She may know. Das mag sein, aber da ich selber weiß, wo der... Moment, spirituality? Ist das nicht der... Nee, spirituality war der woanders war, ne? Wo man irgendwie ein Moongate... Muss man da nicht einfach in den Moongate bei Neumond? Obwohl, das gibt's ja jetzt nicht mehr. Also wir wissen ja nicht, wann Neumond ist hier. Hm. Okay, müssen wir also Lady Janelle doch fragen. Okay, also. Lady Janelle. Lyceum. Knows location of shrine. Of spirituality. Okay. Hast du sonst noch irgendwas? Du hast was von Arrows. Was? Nee. Ja, Spiel ist. Nein. Talk. Hast du was von Arrows erzählt? I fear that I shall die. Mhm. Okay. Weißt du was Saul? Okay, gut. So, da könnt ihr euch. Reh, weg da. So. Sehr gut. So, dann können wir uns ja jetzt wieder etwas beruhigen und mal gucken, wie wir hier einbrechen können. Also, hallo, wo kommst du denn her? Bist du da gerade rausgekommen? Hm. Ich meine, wir haben einen Zauber dafür. Theoretisch. Ja. Zauberliste. Magic Unlock in X4. Das ist fünfter Zirkel. Es ist eine ganz schöne Menge verlangt, dass wir das können sollen. Nicht Talk. Ich meine, wir sind fünfter Zirkel. In Expor haben wir keinen. Okay, können wir aber. Okay. Haben wir vielleicht in Expor hier auf einer Schriftrolle? Nope. Mit Keys kommen wir nicht rein, ne? Sind Skull Keys dafür gut?
Wo haben wir die denn eigentlich her, by the way? Und du kannst aber ausprobieren. Ja, okay, sehr schön. Ach du liebe Güte. Du hast ein Fledermausproblem. Aber soll ein Evil Archmage sein? Wahrscheinlich ist... Verstehe. Verstehe. Okay. Okay. Dann mixen wir uns jetzt mal in Ex Schlag mich dort da. In Export. Dafür brauchen wir Sulfurous Ash und Blood Moss. How much? Sagen wir mal 10. Okay, Cast in Export. Kommst du hier mal? Okay. Oh Gott. Na, das wird ja ein Spaß. Ja, solange wir das Level nicht verlassen, müsste die Tür aber theoretisch aufbleiben. So. Okay, wenn wir euch jetzt umbringen, seid ihr dann einfach alle mal weg oder kommt ihr, respawnt ihr? Also vom Prinzip ist das was, was man noch nie... Obwohl, Skalkies, na gut. Ich weiß nicht, wo wir die herhaben, aber theoretisch ist das was, was man noch nicht unbedingt gleich zu Beginn des Spiels machen kann. Weil ich meine, wenn wir unseren Charakter nicht übernommen haben, wären wir jetzt ja noch nicht Level 5. Ah, hallo, Freund. Ich glaube, bei dir speichere ich mal lieber vorher. Erzähl uns mal. You see a dark and ominous wizard. Why has thou disturbed me, wretch? Das ist aber nicht nett, was du da bei Mariah zu sagen hast. Was Spaß. Name. How dare thee enter my tower uninvited? Begone, fool, before I blast thee. Okay. Oppression. Was? Du willst mich blasten? Vor allem rennst du jetzt weg. Das finde ich ja auch lustig. Verschwinde aus meinem Turm, bevor ich dich umbringe. Ich geh dann mal. Wirkt nicht besonders souverän, Kollege. Why has to do oppression? This had best be important. For if tis not, who sent thee? Oh Gott, wie hieß der Depp? Der Systemrichter. Dryden. Dost thou wish to join the oppression? Ehrlich gesagt nicht, aber was bringt uns das? Der da irgendwie, irgendwo Rabatte oder so? Schau mal. First, thou must prove thy allegiance. Tell me the name of a member of the Great Council, so we might dispatch the traitor. Oh, das ist aber kein Problem, da kennen wir einige. Und wir sind der Avatar. Das heißt, das ist total moralisch, was wir dann machen. Also, das ist nicht denunzieren oder Beihilfe zum Mord oder irgendwas ähnliches oder... Verrat, das ist total tugendhaft, weil wir ja der Avatar sind und per Definition alles, was wir tun, tugendhaft ist. Was? Das ist eine schöne Welt. Und selbst wenn das die Welt so nicht vorsieht oder die Religion oder die Philosophie so nicht vorsieht, in der Philosophie dieses Avatars sieht sie es so vor. So, damit das mal. Also, wer haben wir denn? Also, wir haben einmal die Frau, die mal Mitglied war. Das ist vielleicht nicht besonders hilfreich. Dann wissen wir von... Landon, ich weiß allerdings nicht, der ist in der Resistance. Ich weiß nicht, ob der mit dem Council war. Wen haben wir denn im Council? War Zachariah im Council? Wer hat uns denn alles was über das Council erzählt? Ich würde sagen, da gucken wir noch, suchen wir nochmal, gucken wir nochmal, ob wir da irgendwen definitiv finden. Ich überlege gerade, also es wird ja ein Magier gewesen sein. Also wir haben dieser Magier, der im Knast saß. Saß der nicht im Knast, weil sie gedacht haben, dass er im Council war?
Ich meine, das wäre ziemlich lustig, wenn wir ihn den nennen, von dem sie es schon wissen. wie hieß der Fellowspar? Ja gut, aber das testen, wir müssen ja eh nochmal nach Hugh. Fuck off. Fuck off. ist schon. Ja. Ja, würde ich ja gern. Dann geh mal weg hier. Ich könnte ja mal hier durchgucken. Guck mal. Jetzt können wir das mal checken hier. Also mit den Kometen. Den Shadow Lords. Also. Reihenfolge der Dingenskirchens, der Tugenden und damit der Städte. Also, das hier ist unsere Position. Das ist die nächstgelegene, das ist Honesty. Hier ist es Moonglow. Also, wir haben gerade einen Shadow Lord in Moonglow. Wir haben einen Shadow Lord in Britain, was nicht wirklich wundert, weil da sind sie ständig. Das ist das dritte, das ist Jellum. Das ist You, das ist gut, da wollen wir hin. Das ist Minok. Das ist Trinsic. Das ist Garabre und das ist Magincia. Okay. 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 Okay, also schreiben wir mal auf Flame. To join Oppression. Name of Count Member of the Great Council. Ich meine, das Schöne, wenn der verlässbar ist, ich meine, wir können es einfach ausprobieren, aber da wir sowieso nochmal nach Hugh müssen. Ich meine, wir könnten es einfach testen. Gespeichert habe ich. Irgendwie habe ich im Kopf, dass der Great Council Member, ich weiß allerdings nicht warum, weil aufgeschrieben habe ich es mir nicht. Hat er das erzählt? Ja, probier das mal. Ja. Dryden. Tasterwish, yes. Fellowspar. Very good. Just as we suspected. Ja, ihr habt die auch schon einge... Ach, ich habe euch jetzt den Beweis geliefert. Okay, nee. Wie gesagt, wir sind der Avatar und das ist alles total moralisch. Außerdem wollen wir euch ja unterwandern. Das ist quasi, wir sind gerade in Deep Cover und da kann sowas auch mal nötig sein, nicht wahr? Und das ist überhaupt und alles. Und that one will soon perish. Na, da wollen wir mal schauen. Ich meine, immerhin wisst ihr, wo er ist. Und da wir mit Fellowspar schon geredet haben, kann er ehrlich gesagt auch dispatched werden, weil ich meine, was hat er uns gesagt? Er hat uns das Word of Power für das Dungeon Wrong gegeben, Malum. Das heißt, er hat eigentlich auch nicht mehr wirklich eine Funktion. Deswegen ist es, denke ich, total moralisch, wenn wir das machen. Okay, sehr schön. Now, to further the acceptance in our order. Ach, in our order seid ihr auch noch. Go to Alistaria on the northeasternmost. Also, ich habe jetzt Fellowspar verraten. Der es auch irgendwie verdient hat. So, als nächstes. Go see Alistaria on the northeasternmost Isle of Britannia. Northeasternmost Isle. Okay. Say to her the password. Impera. Okay. Die ganze Zeit der Cursor im Bild. Das schuldige ich mich für. Der ist so schwarz, das sieht man immer schlecht. Okay, also, der Northeasternmost ist der. Northeastern. Hier. Da waren wir noch nicht. Da können wir nicht mal kein Schiff haben. Aber schauen wir mal. Vielleicht können wir da irgendwie rüberfliegen. Wahrscheinlich nicht. Okay.
Gibt's hier keinen Ausgang, Geheimausgang? Nope. In Explorer. Okay. Na, da haben wir ja ein bisschen was erfahren. Yes. Okay. Ja, da würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal dann noch kurz nach Hugh gucken. Zum einen, um uns zu überzeugen, dass Felisbar auch wirklich tot ist. Also das. Dann können wir auch noch dem seinem Mitinsassen Greymarch die guten Nachrichten überbringen. dann können wir legit, wenn wir da eh schon im Norden sind, können wir mal gucken, ob wir da dieses komische Northeasternmost Island finden. Oder wollen wir vorher noch zur Serpent's Hold? Das ist ein ganz schönes Stück. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns erstmal hier nochmal in der Gegend ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Und dann geht's wieder nach Hugh. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.